Und wir sind wieder zurück bei Let's Play, Legend of Zelda Breath of the Wild. Und so ca. 12.40 Uhr beginnt diese Socke zu leuchten. Jetzt müssen wir nur noch das Feuer nochmal entzünden. Das dann sozusagen das Herz des Feuers symbolisiert, damit dann der Schrein aktiviert ist. Yay! Also ihr könnt genauso gut campieren, dann bis 12 Uhr mal schlafen und dann wartet ihr vielleicht höchstens so eine Minute und dann ist der Schrein dann am Leuchten und könnt ihr es nochmal entzünden. Sehr gut. Und wer gerade keine Feuerwaffe zur Hand hat, der kann auch einen Feuerstein dazu nehmen. Das funktioniert genauso. Ich lasse mir jetzt einfach meine Ruhe. Und zwecks Rüstung kann mir auch wieder einiges upgraden. Da habe ich auch wieder allerlei was zusammengesammelt. Nur das, was ich halt wusste. Sehr gut. Also ich kann nicht ausschließen, dass ich den zweiten Teil der ohne Rüstung auch schon machen kann, weil ich halt nicht weiß, was ich für Materialien da benötigt hätte. Wir gucken einfach später mal. Kanonen. Die Kanonen, okay. Kanone. So, in der Truhe haben wir ein Falkenbogen. Ja, mit Stärke plus 6, das heißt, wir können eine der den aktuellen ja gerade den wegwerfen, der hat ja nur Stärke 20. Wunderbar. Gut, hier geht es um Kanonen. Ja, und zwar ist jetzt nämlich unser Ziel, nämlich die Zielscheibe dort drüben zu treffen. Das machen wir mit einer Bombe, die wir da reinlegen. Erstmal die Kiste weg und jetzt das Ziel frei. Jetzt gibt es aber noch 5 Barrieren, die einen uns daran hindern sollen, es zu treffen. Aber es, wenn die Bombe nicht wieder ausrollen würde. Du hast die Bombe auch komplett daneben gelegt. Ja. So, jetzt muss man nur das Timing abwarten. Ach, shit. Das war schon nicht schlecht. Hm. Jetzt! Sehr gut. Und das war's schon. Wenn ihr glaubt, das wäre es schon, es gibt noch, sagen wir noch, eine extra Belohnung, gibt es auch noch eine weitere Aufgabe. Wer die aber nicht holen will, der kann einfach den das Juwel nehmen und abhauen. Du bist echt super, Chaos. Das war's schon, wenn ihr denkt, das war's schon. Mhm, sehr gut gemacht. Ja. Denn jetzt, die zweite Stufe ist halt so, das Ziel bewegt sich jetzt selber auch noch. Jetzt. Gerade noch so am Rand erwischt. Also auch nicht schwer. Das ist alles nur eine Frage des Timings. So, und die extra Belohnung ist ein Diamant. Sehr gut. Naja, dann wäre jetzt dieser Schrein noch erledigt, dann können wir jetzt das Juwel abholen und dann widmen wir uns dem nächsten Schrein. Ja, so habe ich mir jetzt zwei weitere markiert, die ich während der Krogsamensammlerei gefunden habe. Und dann habe ich auch noch einen, den ich eigentlich mal begonnen habe, dann abgebrochen habe, weil es eine Kampfprüfung auf schwer war. Und das war zu dem Zeitpunkt, in dem ich noch so gut wie kaum Rüstung hatte. Ach, das war am Anfang da bei diesen Klippen, oder? Ja. Also die mittlere habe ich, aber die schwere noch nicht. Ja, dann gehen wir die drei noch als nächstes an. Wenn wir die haben, haben wir dann 5 Symbole. Mhm. Können wir uns direkt das nächste Herz holen. Aber bevor ich das tue, werde ich auf einmal zuerst mal die Rüstung upgraden. Boah. So, das kann mal weg, weil das brauchen wir jetzt ja nicht mehr. So, einmal zum Turm und dann wieder rüberfliegen. Mhm. Hätten wir wenigstens die Hühlerrüstung auf Stufe 2 schon, dann hätten wir auf jeden Fall wieder eine verbesserte Verteidigung.
Also sollte es hart auf hart kommen. Jo. Für die andere Rüstung dann mindestens Stufe 1. Schöner wäre es, wenn ich es direkt auf Stufe 2 bringen könnte, kriegt es noch einen Zusatzeffekt. Außen wir einfach mal. So, das ist da unten. Wenn es nicht gerade Materialien benötigt, die ich gerade zur Zeit nicht habe. Wir werden sehen. Ja, hoffen wir aufs Beste. So, der Text haben wir auf jeden Fall skippen. Die laben das also immer nur den gleichen Dreck. Na, skippen kann man es nicht direkt, man kann es nur wegklicken. So, einmal der Hylia-Helm. Kriegt sie schon mal auf 12. Dann müssen wir jetzt mit dem Hylia-Set eine Verteidigung von 36 haben, wenn wir es dann ganz ausgerüstet haben. Das ist dann schon nicht wenig. Da schützt sie halt eben von starken Gegnern ab. Noch nicht so perfekt. Aber zumindest sollten schon mal die mittelstufigen Gegner schon mal keine große Effektivität mehr haben, uns zu schädigen. Also heißt zum Beispiel die Hinoxe. Die sollten jetzt dann nicht mehr allzu viel Damage schauen. Also sollten wir von denen mal die Materialien benötigen. Und letztens habe ich in einem Breath of the Wild Video gesehen, wie jemand einem Flederbeißer mit einem Schild eine übergezimmert hat. Und der ist dann am Boden kleben geblieben und kam dann nicht mehr weg. Sah so Okay. gut aus. Ach ja, und für den Fragen, wie man an rotes Schleim rankommt, wenn man noch nicht in der Feuergegend ist, ihr könnt sie auch von dem blauen Schleimgegner bekommen, sofern ihr sie mit einer Feuerwaffe tötet. Dann wird dann ihr blaues durch das Feuerelement ergänzt, dann sind es dann rote Schleimgelee. Dasselbe gilt auch für, wenn man es mit der Eiswaffe besiegt, dann hat man dann die Eisgelees und für Elektrizität besiegen, haben wir dann die elektrischen Gelees. Sehr gut. So, jetzt noch das hier und das ist wahrscheinlich das letzte. Muss halt schauen, Ja, dass ich also dann. was anderes blinkt nicht auf. Mehr kann sie also nicht. Ich müsste halt schauen, was man halt dann bräuchte. Wobei, ist jetzt halt die Frage, ob ich das jetzt noch schnell nachschauen möchte oder ob ich das dann wieder off-cam erledige. Wobei mir jetzt dann auch die Überlegung ist, ob ich dann die Upgrades dann wahrscheinlich dann auch alleine machen würde. Dass ich sie dann eben aufnehme und dann hinzufüge. Das kannst du auch machen. Aber erstmal abwarten. Aber ich denke, das würde ich dann wahrscheinlich so machen und da wollen wir jetzt mal ein paar Schreine widmen. Und der erste, der ist gleich hier drüben. Ist halt nur die Frage, ob ich es jetzt gerade Warte machen mal, die muss. rote Markierung vom Dorf der Orni kannst du eigentlich auch wegmachen. Ja, das habe ich eigentlich nur hingesetzt, weil ich weiß, wo ich verblieben bin mit dem LP. Sozusagen als kleine Gedankenstütze, weil die brauche ich immer wieder. Ohne die würde ich es nicht durchhalten. Alternativ könntest du dir ins letzte Video gucken. Tue ich halt nicht gerne meine eigenen Videos schauen. Wenn es nicht unbedingt sein müsste. Aber das musste ich letztens Okay. bei Resident Evil 5 Part 26 nochmal machen, weil das bei einigen Leuten geleckt hat. Was dann von mir selbst eigentlich nicht erkennen konnte, das geleckt, aber ich habe trotzdem nochmal einen Re-Upload gemacht und das hat es dann wieder befriedigt. Okay. Also gehe ich mal davon aus, dass wahrscheinlich YouTube bei einigen Leuten irgendwie das verkackt hat, der Upload. Und auch wenn ich noch eine geringe Zuschauerschaft habe, dann kann ich solche Wünsche gerne erfüllen. Aber wenn es dann mal so weit wäre, dass ich mal so 1000 Leute habe, die zuschauen, dann kann ich dann auch nicht mehr alles erfüllen. Deswegen bin ich immer froh, wenn ich nicht gerade mehr als 500 Abonnenten habe. Wobei jetzt die 570, die ich gerade habe, die können von mir aus auch so bleiben, wie sie sind. Ich verstehe das jetzt nicht so ganz. Was macht denn den Unterschied, ob du 10 oder 100.000 hast, einen Wunsch zu erfüllen, wenn alle von den 10ern oder 100.000 sagen, yo, das Video ist am Laggen oder so, dann macht das keinen Unterschied, das runterzunehmen und nochmal hochzuladen. Also.
Weil sowas. Aber so zeittechnisch ist halt das Problem. Ich kann halt nicht, wenn jetzt zum Beispiel jetzt 999 Probleme hätten, kann ich, und die noch alle verschieden sind, dann kann ich halt nicht alles lösen. Das Ja, aber meinte wenn es ich eher. dasselbe ist, es geht eher um dasselbe. Also wenn es dasselbe ist, ist ja klar, also dann kann ich es lösen. Aber wenn jetzt, sagen wir mal so, 20% sagen, das Video laggt, dann weiter 20%, das laggt nicht, und dann wieder 20% sagen, dass das nicht abgespielt werden kann, weitere 20 sagen, es sei gesperrt worden. Letzte vier Aufgaben. Und weitere 20 sagen, dass du das Video noch nicht mal aufgenommen hast und sie in einer Paralleldimension leben, wo du vielleicht Chaos Shadow X45 heißt oder so. Also. Könnte man genauso sehen, aber ich bin auch froh, wenn ich jetzt noch unter den kleinen YouTubern bleibe. Das ist mir lieber. Weil die Größen haben dann mehr Verantwortung. Ich frag mich, wie das ausgesehen hätte, wenn du da drauf gestanden wärst, wenn das Ding abgehoben wäre. Das hätte ich mal testen können. Vielleicht ist es noch irgendwo in der Nähe, da könnt ihr mal schauen. Aber Ja, jetzt jetzt erst mehr mach über den aber. Schrein. Wobei es wäre auf jeden Fall lustig gewesen. Jetzt habe ich da gerade Temperatur eines Pferdes gelesen. Apropos Pferd, ich habe auch wieder ein neues gefangen. Jetzt habe ich noch ein besseres als das, was ich letztens hatte. So, das gab bei Oh allen Gott. Kategorien Stufe 4, außer bei Ausdauer hat es nur eine Stufe von 3. Herr des Winds. Und deswegen Krog. Fächer behalten. Aber ich glaube, man hätte hier wahrscheinlich E1 gekriegt. So. Lassen wir drin, braucht man jetzt nicht. Wenn das dann kein Wenn wir Sinn einen erscheint, brauchen. müssen wir halt nur Wenn wir mehr. einen. Wenn wir eins brauchen, dann wissen wir ja, wo eins ist. Sehr gut. War schnell wieder zu. Jetzt habe ich kurz gedacht, du hast das Fass mit dem Schwert angehauen. Willst du irgendwie rausschieben? Je nachdem, was dann gebraucht wird, muss ich es dann entzünden. Also ich pack schon mal Feuerpfeile auf. Alternativ hättest du auch die Ballons kaputt machen und das Fass hochheben können. Oder man nimmt einfach das Fass so. Ich leg's jetzt mal hier hin, vielleicht brauche ich es nochmal. Wenn ich es nicht brauche, dann bleibt es halt hier stehen. So, da oben haben wir noch eine Truhe. Dann müssen wir gleich irgendwie hinkommen. Ne, das reicht nicht. Das hätte ich dir so sagen können, dass das nicht Sonst funktionieren halt mal kann. versuchen. Ja, versuch mal klug und so, ne? So, und du stirbst mal und das. Brauchen wir nicht. Ja. Das sind die Materialien. Die brauchen wir. Jetzt mal schauen, was bringt uns diese Schalter hier, wenn wir es betätigen. Puff. Ach, die gibt uns eine solche Plattform. Damit kommen wir zu der anderen Truhe da. Ja, aber erstmal muss ich mich um diese zwei Gegner hier kümmern. Die machen doch ein bisschen zu viel Ärger. Ja. Ja, die könnten aus Versehen einen Ballon runterschießen und dann haben wir ihn in den Salat. Yay, Ballonsalat. Vor allem, wenn es dann hier passiert wäre. Na dann, gute Nacht. Ja, dann benutzt man halt das schwebende Dingens. Wechsel, genau. Nicht, dass du zugeschlagen hättest. So, noch etwas näher ran. So, darin Puh. haben wir ein goldener Rubin. So, jetzt Ja, müssen wir das. nur die Plattform wieder erobern, weil wir brauchen die, um dann weiterzukommen im Schrein. Ja, ich weiß, dass du das Update nicht installieren kannst. Ich habe auch keinen Bock, PC. Macht das jetzt schon seit ein paar Monaten, dass immer wieder die gleiche Warnung rausgehen, das kann ein Update nicht fertig installieren. Okay. Und ich weiß nicht, wie man die Benachrichtigung abschalten kann.
Hätte sich schon längst getan. Es ist einfach so nervtötend immer. Ich will etwas installieren, aber ich kann nicht. Was ist das denn für ein Windows? Windows 10. Okay, wir gucken nachher mal. Eventuell kann ich ja aushelfen. Aua! Scheiß Tastaturbrett, ich hab mir schon wieder mein Knie angehauen. Okay. Ich hasse es. Oh, ey. Jedes Mal, wenn ich mich mal anders hinsetzen will, mache ich das genau dann, wenn ich das Tastaturbrett ausgefahren habe. Und dann hau ich mich an und dann muss ich weinen, weil das weh tut. Dann muss ich ins Krankenhaus und dann muss mir mein Knie amputiert werden. Okay, weiter geht's. Ja. Gut, dass das mir nicht passiert, aber ich kann mir irgendwie vorstellen, dass es wahrscheinlich wegen der Höhe des Tisches passiert. Weil meine ist, glaube ich, vielleicht höher gelegt. Oder der Computerstuhl ein bisschen niedriger. Und ein Waldschwert, das mir eigentlich gar nichts bringt. Angriff plus 4 hat das. Wobei, dann hätte ich wenigstens etwas, was ich gegen ein Gewitter verwenden könnte. Na gut, dann musst du halt auch langsam gehen. Ja, das kriegst du jetzt eh nicht mehr wieder, das Schwert. Hm. Ja, das hat Effekt Angriffskraft plus 4, also so schwach ist das eigentlich nicht. Ist auch nur schwierig, wenn du so viele Waffen hast und du kannst nicht entscheiden, was genau du willst. Beziehungsweise, wenn du dann nur noch starke Waffen hast und dann noch eine stärkere Krise, weiß nicht mehr, was loswerden. Und bumm! Bumm! Bumm hat's gemacht. Ja, bumm und der Windstrom ist da. Und da drüben ist schon die nächste. Und ich glaube, ich weiß, was mir jetzt blüht. Jetzt darf ich dann das Gefährt dann hier durchlenken. Ja, geil. Und wenn ich einen Stachel berühre, dann ist es weg. Aber zuerst hole ich mal die Truhe. Und hops. Wenn dir das Ding jetzt wegfliegen würde, ey. Und dafür gibt's einen antiken Riesenkern. Sehr wichtig. Warte, warte. Du kannst doch da rechts lang, da sind an der Seite doch keine. Ach nee, da. Okay, gut. Das bringt's halt nicht mehr viel, also ich muss schon näher. Das hat sich schon erledigt. Ich dachte, man könnte das eventuell cheaten. Oh, 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 oh. Wobei, das kommt gut, wenn ich... Nicht da lang, nicht da lang! Scheiße! Was? Warum hast du das denn gemacht? Du hättest nach rechts und nicht nach links gemusst. Hab's ja versucht, aber der wollte liebt gerne in die Richtung. Entweder verstehe ich die Logik dieses Teil nicht. Die Logik dahinter war, dass du in die falsche Richtung geguckt hast. Achso, das wäre, dass ich so... Weil ich bin meistens von der Real-Life-Logik ausgegangen. Sie hat einen Schub dann gleich in die andere Richtung bedeutet. Und die wollten es wahrscheinlich für die Kinder freundlich machen, indem sie es dann einfach... die einfache Logik verwenden. Was aber denke, das Spiel ist halt auch für Kinder. Oh Gott, und was wollen die jetzt hier? Die wollen, dass du das Ding machst. Au. Okay, und für was brauche ich das jetzt? Also, das Grund wird es wahrscheinlich schon haben. Ich würde einfach mal die Balance kaputt machen. Und dann gucken wir mal, was da unten passiert. Ah, nicht viel. Säckelt am Ende nur runter. Gut. Dann kannst du das ja neu holen. Wäre es wahrscheinlich, dass ich es irgendwo verwende.
Nur nervtötend. Dann hier wieder durchreichen zu müssen. Ich meine, das muss dann irgendwo platziert werden, dass irgendwo entgegenfliegt. Und ich glaube, ich weiß wo. Muss ich nur schauen, wo der Luftstrom dann genau ist. Nein, das katapultiert mich nur rüber. Und hui, hui, oh Gott. Oh, das sollte reichen. Ach, weißt du was, ich mach's jetzt damit. Scheiß ja, auf das Rätsel. Wenn es so einfach geht, ist mir das egal. Schrei doch nicht so rum. Entschuldigung. Du hast dich jetzt gerade wieder so unfassbar ernst angehört. Ja, es passiert schnell, dass ich Kontrolle verliere. Ja, aber das darf nicht passieren. Denk dran, 3 Monate. Ja, ich weiß. Nicht schwarz. Nein, grau. Oh Gott. Gott, ey, warte. Okay, das war jetzt billig. Das gebe ich jetzt auch zu. Der Witz war jetzt billig. Wahrscheinlich war er von Aldi oder von Lidl. Oh Gott, ey. Kann das nicht mal irgendwann aufhören? Ja, es wäre schon schön. Das tut doch so weh. So, da wird noch eine Truhe. Mit was für ein schönes Stück? Eine weitere Rektoranze kann ich an meine alte ersetzen. Die habe ich ja schon so oft gebraucht. Wie schön die stehen bleibt. Ja. Jetzt nicht mehr. Hat wohl keinen Bock mehr zu stehen. Na gut. Ja gut, ich hätte auch keinen Bock tagelang auch in einer Ecke rumzustehen. Nicht bewegen zu dürfen. So, da wäre noch ein weiterer Schein gelöst. Haben wir noch 2 im Sinn und die nächsten müssen wir dann wieder suchen. Ja gut, wir könnten auch aber zur Feuerregion begeben, würden ja den Titan ja sowieso noch vorher machen. Also wir brauchen technisch gesehen nur 8 Juwelen. Wenn wir jetzt dann den dritten, den Herzcontainer abreißen, dann haben wir ja 13. Also wir bräuchten technisch gesehen eigentlich nur mindestens 5. Ah. Entschuldigt. Das wäre jetzt so mal die Logik. Weil der erste Titan wird auf jeden Fall Varudana sein wegen dem Schild. Und da ich jetzt gerade keine Lust zum Klettern habe, lasse ich mich jetzt hochfliegen. Und nur die Platte ist nicht da mehr. Liegt da ein Schwert? Ach nee, das ist ein Fuchs. Okay, ich wollte schon sagen. Hinten sind höchstens nur Leuchtsteine, die ich nochmal aufsammeln könnte, wenn ich wieder Diamanten bräuchte. Ne, brauchen wir jetzt eigentlich nicht, aber mitnehmen kann man es ja, wenn es auf dem Weg liegt. Ist noch einer? Was hat nur ungern stehen? So, dann wäre das auf jeden Fall auch erledigt. Und ein bisschen Zeit bleibt uns ja noch. Es ist halt die Frage, ob wir jetzt den Schrein dort drüben zuerst nehmen. Da wäre auch noch ein Krog, den ich nicht holen wollte. Oder wir machen zuerst den Kampfschrein auf Schwert, der dort drüben ist. Machen wir den erst. Also den Kampfschrein. Der ist, denke ich, der schwerere. Beziehungsweise der längere. Können wir auch die Rüstung mal testen. Also sollte es mal dazu kommen, dass der Gegner mich einmal trifft. Das wird natürlich versuchen zu vermeiden. Ja. Weil ich hab nicht gerne, wenn ich dann wieder die Hälfte der Nahrung wieder alles wegfuttern muss. Ciao, Kretterschrein. Ja, ich weiß nicht, in welchem Part das genau war, den wir das letzte Mal gesehen haben. Auf jeden Fall ist es lange her. Ja. So viel ich weiß, weil ich den Schrein auf normal nicht geschafft habe, wollte ich schauen, was das für einer ist. Und dann schwierig bin ich dann einfach gegangen. Na gut, dann wollen wir mal loslegen. Ich habe mich jetzt ein bisschen gefragt, warum du so lange brauchst, eine Waffe auszuwählen. Und überlegen, welche sollte die erste sein.
Ja, von ihm kriegen wir sogar drei Waffen und ich glaube, eins davon ist sogar ein Speer. Du bekommst bei den Schweren immer drei Waffen und es sind immer all die drei. Das weiß ich. Aber manchmal haben sie halt auch ein Schild. Also man bekommt auf jeden Fall immer drei Sachen. Und dann gibt dir ein bisschen mehr Mühe. Und hin und hin und hin. Ja. Man glaubt es kaum, aber es gibt immer noch ein paar verwendete Leute, die den Ausweichkonter nicht hinkriegen. So wie du damals? Dann, wenn sie es dann nach dem ersten Durchspielen dann immer noch nicht hinkriegen. Vor allem, wenn sie dann auf Master-Modus probieren. Also dann muss das auf jeden Fall schon beherrschen wie eine 1. Wenn das da nicht ganz, dann kannst du den Modus vergessen. Fast. Oder das Bogenschießen, nicht wahr? Von dem einen Video, was ich da geschickt habe. Ja. Weil das war auch im Master-Modus. Vom guten alten Drachenlord. Ja. Sagen wir mal so. Er meinte in einem Part, man kann ja eigentlich nicht über mich meckern. Ich bin relativ gut mit Bogenschießen, sowas in der Richtung. Und zwei, drei Parts vorher hat er nahezu alle seine Pfeile daneben geschossen. Okay, du wirst jetzt was auf die Tour. Wollen wir doch mal schauen, wie Revalis Bogen dir schmeckt. Mit dreifachen Bombenpfeile. Und dafür haben sie ja schließlich bekommen, was wir den zweiten Titanen erobert haben. Wow, das ging flott. Ja. Schneller als der letzte, aber jetzt hatten wir auch viel bessere Waffen. So. So, und in der Truhe ist... Wahrscheinlich wieder etwas, was wir nicht gebrauchen können. Und zwar haben wir da... Ach, das zweite Teil des Klettersets. Jetzt haben wir die Handschuhe. Okay, das können wir doch gebrauchen. Ich korrigiere mich. Ja, so, dann fehlt ja nur noch die Kletterschuhe und... Ich habe eine Vermutung, was die etwas sein könnte. Ich google da einfach mal nach. Bei den Zwillingsbergen in einer der oberen Schreine. Also die ganz oben auf der Spitze sind. Und währenddessen Kreal noch googelt, verabschieden wir uns mal und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir ein paar weitere Schreine lösen werden. Bis dann, ciao. Tschüss.